Vor Implantation einer Hüftendoprothese wird empfohlen, diese am Röntgenbild zu planen. Dies geschieht entweder analog oder digital. Hierbei sollte nicht nur die Form und Größe der geplanten Prothesenmodelle, sondern auch die gewünschte Rekonstruktion der Anatomie inklusive Beinlänge und Offset gegebenenfalls auch in zweiter Ebene in Betracht gezogen werden. Die Implantation einer Hüfttotalendoprothese kann klassischerweise in Rücken- oder Seitenlage über verschiedene Zugangswege durchgeführt werden. In unserem Schulungsvideo liegt der Patient auf dem Rücken. Der Operateur bevorzugt in diesem Fall den minimalinvasiven anterolateralen Zugang nach Watson-Jones. Die Pfanne kann jedoch selbstverständlich über sämtliche gängigen Zugangswege implantiert werden. Nach Präparation des Zugangsweges erfolgt die Osteotomie des Schenkelhalses an der geplanten Resektionslinie mittels oszillierender Säge. Der Hüftkopf wird aus dem Acetabulum entfernt. Danach erfolgt die Präparation und Darstellung des Pfannenrandes, zum Beispiel durch Entfernung von Kapsel- und Labrumresten. Um eine optimale Sicht auf das knöcherne Acetabulum zu erhalten, werden verschiedene Humanhebel eingesetzt, um die Weichteile zu retrahieren. Hier hat es sich bewährt, jeweils einen geschwungenen Humanhebel auf den ventralen und dorsalen Pfannenrand zu setzen. Um die angrenzenden Gefäß- und Nervenstrukturen nicht zu schädigen, müssen die Hebel engen Knochenkontakt behalten und dürfen nicht zu weit nach medial in die Weichteile hineingesetzt werden. Optional können noch ein dritter und vierter Humanhebel nach kranial oder caudal zum Einsatz kommen. Nun wird mit der knöchernen Präparation des Acetabulums begonnen. Mit einem kleinen Fräser, dessen Durchmesser mindestens 3 bis 4 Nummern kleiner als die präoperativ geplante Zielgröße gewählt wird, wird zunächst durch Fräsen in mediale Richtung die Implantationstiefe und das Drehzentrum festgelegt. Die Fossa Acetabuli kann hier als Orientierungshilfe dienen. Sobald dies geschehen ist, wird das Acetabulum mit aufsteigenden Fräserdurchmessern nur noch erweitert. Mit dem letzten oder vorletzten Fräserdurchmesser vor Erreichen der präoperativ geplanten Zielgröße wird dann die Fräsrichtung in der gewünschten Inklination und Anteversion angenommen, bis kleine Einblutungen im subchondralen Knochen sichtbar sind. Es sollte darauf geachtet werden, das Acetabulum möglichst hemisphärisch zu präparieren. Eine Ovalisierung, zum Beispiel durch unruhiges Fräsverhalten des Operateurs, kann den Implantatesitz beeinträchtigen. Wenn bei der Festlegung des Drehzentrums bereits die gewünschte Tiefe erreicht wird, empfiehlt es sich auch hier, lediglich das Acetabulum zu erweitern, ohne übermäßigen Druck auf den Fräser auszuüben. So kann eine weitere Medialisierung und Kranialisierung des Drehzentrums vermieden werden. Hierbei gilt es auch, die anatomischen Landmarken in situ zu beachten. Die Beschriftung des RM-Pressfit-Pfannensystems ist so ausgelegt, dass die Größe des Fräsers, der Testpfanne und des Originalimplantats übereinstimmen. In unserem Beispiel wird der Fräser Größe 54, die Testpfanne Größe 54 und die Originalpfanne Größe 54 verwendet. Hierbei gilt es zu beachten, dass die Testpfanne ein leichtes Untermaß und die Originalpfanne je nach Pfannengröße ein Übermaß von ca. 1,4 mm zur Fräsung besitzt. Die RM-Testpfanne sollte daher leicht einzubringen sein und kein übermäßig starkes Pressfit besitzen. Mit der Testpfanne können Sphärizität des gefrästen Acetabulums, sicherer Sitz in der Tiefe, ein Überstehen der Pfanne nach lateral sowie die gewünschte Pfannenpositionierung überprüft werden. Es gilt zu beachten, dass der Sitz der Originalpfanne in etwa dem der Testpfanne entsprechen sollte. Zum Einbringen der Originalpfanne wird diese fest auf den Einschläger aufgesteckt. Optional kann eine Positionierungshilfe auf den Einschläger der RM-Pressfit-Pfanne geschoben werden. Aufgrund der hohen Primärstabilität der RM-Pressfit-Pfanne wird die korrekte Orientierung der Pfanne eingestellt, bevor das Implantat beim Einschlagen im Knochen greift. Es erfolgt das Einschlagen der RM-Pfanne mit der gewünschten Inklination und Anteversion.
Hierbei wird der Operateur feststellen, dass sich das Einschlagverhalten der RM-Pfanne von dem Einschlagverhalten klassischer Metalback-Pfannen unterscheidet. Hierbei weist die RM-Pfanne ein eher weiches, manchmal sogar federnd anmutendes Einschlagverhalten auf. In ein knöchern optimal präpariertes Acetablum saugt sich die RM-Pfanne regelrecht hinein. Einfaches Abziehen des Einschlägers. Mit der Benutzung des Nachschlägers kann das endgültige Pressfit der Pfanne nochmals verfestigt werden. Pressfit im Bereich des Pfannenäquators. Der sichere und korrekte Pfannensitz wird mit einem stumpfen Instrument, zum Beispiel einem Klemmchen am äußeren Pfannenrand, überprüft. Dabei muss darauf geachtet werden, dass das Polyethylen der Gleitpaarung nicht beschädigt wird. Eventuell am Pfannenrand überstehende Osteophyten können vorsichtig mittels Meißel entfernt werden. Nach Beendigung der Pfannenimplantation folgt nun die Schaftpräparation.